Ich werde auf jeden Fall nicht mehr mit der Waffe spielen, das ist klar. So, wir werden jetzt mal hier den Mechaniker nehmen. Mechaniker, wir gehen aufs Loadout. Dann haben wir hier für die MP5 was. Warum blinkt denn das alles so schön? So von wegen, als hätte ich irgendwas zum Freischalten. Aber ich habe nichts zum Freischalten. So. Da ich weiß, ich die Iron Sights. Das ging ja mal wieder mega schnell. So, ich versuche jetzt mal wieder diesen Trick, 0815 Trick, 0817 Trick, hier links rum zu laufen. Denn damit rechnen die meisten eigentlich gar nicht. Wenn wir hier reingehen. So, pass mal auf. Das sind eigentlich manchmal Cops drin. Ich wollte es sagen. Ich wollte es gerade sagen. Da sind Cops drinnen. Alter Schwede, aus der Hüfte macht er mich kaputt. Aber er hat einen 1% Health, oder was? Ja, hat als Kill gezählt. Also, das hätte mich jetzt auch schon wirklich sehr, sehr gewundert, wenn ich das nicht bekommen hätte. So, jetzt müssen wir bloß ein bisschen aufpassen, wo wir hier spawnen. Wir spawnen bei unserem Kollegen. Wow, das war ein knapper Spawn, muss ich sagen. So, wir hauen jetzt mal in den Welt runter. Wir müssen ein bisschen aufpassen auf unser Health. Verstecken wir uns mal hier ein bisschen. Wir sind nämlich sonst gleich wieder down. Ich glaube, da kommt einer. So. Ja, der kommt. Ist er noch auf der Treppe? Ja, da war er. Den haben wir auch. So, schönes Ding. Wir müssen bloß aufpassen, dass uns keiner umrennt. Ich wollte es gerade sagen, passt ein bisschen auf unten auf. Passt ein bisschen auf unten auf, da sind sie nämlich. So, schönes Ding. Ja, wir können eigentlich mal mit unserem Grenade Launcher arbeiten. Ja, das funktioniert gut. Das funktioniert wirklich gut. Aber ich bin eigentlich kein Fan davon, aber dafür ist er nun mal da, um sowas zu machen, gegen mehrere Gegner, Horden vorzugehen. Wenn die dann so reingestürmt kommen. So wie der da. Kill Assist bekommen. So, wenn sie uns jetzt nämlich hier umlaufen würden, wenn sie es klug anstellen würden, könnten die uns hier klug umlaufen. Aber das scheint es nicht durchzugehen. Jetzt können wir mal da rein. Schaut mal. Da haben wir noch einen. Wo ist denn der? Hä? Das war ein Trade? Oh nein, das war doch kein Trade. Das würde ich jetzt mal nicht behaupten, dass das ein Trade war, oder? So, wir bleiben mal hinter dem Kollegen, der am Package Run ist, und den beschützen wir mal ein bisschen. Da oben, oh, da oben war einer. Habt ihr den gesehen? Hier oben? Da waren mehrere. Alter, warum stirbt der da oben nicht? Also der hätte doch meiner Meinung nach einen Hit kassieren müssen. Jawohl. Sag ich doch, dass er einen hätte kassieren müssen. Ich weiß nicht, wo wir hingehen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht hier in den... Ah, vielleicht gehen wir mal da unten rum. Ein bisschen an der Wand entlang laufen und dann gehen wir mal hier ins Hof. Dann laufen wir die mal. Sehr gut, das war eigentlich gar nicht so schlecht, von hier oben dann die Gegner wegzuholen. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Da vorne war, glaube ich, ein Gegner, der unseren Kollegen getötet hat. Huch. Pass auf. Ja, den habe ich nämlich gemeint. Lauft mal ein bisschen weiter, Kollegas. Unten sind wieder welche, habe ich gehört. Ist der ganz unten? Oh, die sind alle ganz, ganz unten. Mal den Nade raus. Ja, nehmen wir mal den Nade. Die sind alle unten. Wir gehen mal eins weiter und dann können wir da drüber gucken. So, mal hier. So können wir eigentlich ganz guten Schaden machen mit dem Ding.
aber anders wüsste ich jetzt auch nicht, wie wir das machen sollen. So, wir sind bei 78 Health, aber diese Suppression ist ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen, die gefällt mir noch nicht so. Ich weiß gar nicht, kann ich hier durch? Was ist denn hier? Ah, da habe ich zu blöd rausgeguckt. Ärgerlich. Wir machen zwar nicht so viele Punkte dadurch, dass wir jetzt hier, sag ich mal, blöd rumrennen, aber passt eigentlich ganz gut. Wir safen halt immer so ein bisschen. Wir arbeiten uns von hinten dann vor. So, wo geht's denn dann? Dann arbeiten wir uns hier nach vorne. Mit der MP5K. Mit unserer Lieblings-Hüften-Protector-Waffe. Ich weiß nicht, ob wir da wieder gleich nach oben gehen sollen. Das war ich hier, wenn wir lang gehen. Also da der Weg war ich gar nicht so unsinnvoll, würde ich mal behaupten, hier hoch zu gehen. Da ist einer down. So, Double Kill. Mal gucken, da müssten sicherlich welche jetzt reinstürmen. Ah, aber nur einen von den zwei geholt. Aber schade, der zwei. Kriegt er den vielleicht noch? Ja, den gekriegt. Aber er kann mich natürlich nicht wiederbeleben, weil er wahrscheinlich die meisten haben noch kein Wiederbelebungsdingenskirchen hier. Weiß gar nicht, ob wir da ein bisschen supporten. In der Seite. Weiß gar nicht, wir gehen jetzt mal hier rein. Schauen mal da durch, ob da einer ist. Da hinten im Eck war einer angezeigt. Aber der wird wahrscheinlich oben sein, oder? Was denkt ihr? Da sind welche. Da sind welche hier. Da hinten sind welche. So, wir arbeiten uns mal langsam aber sicher vor. So. Jetzt nehmen wir mal den Nate Launcher. Arbeiten wir uns mal langsam aber sicher vor. So, das war gar nicht so schlecht. Boah, also noch einer. Aber auch. So. Ich will eigentlich nur hier das Ding mal abfeuern. Oh. Ah, aber wir haben wenigstens mit der Frag noch die zwei geholt. War echt gar nicht so schlecht, die Aktion, weil wir haben eine gute Position auf die Gegner gehabt. Dadurch, dass sie immer angerusht kamen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier außen ein bisschen supporten, wenn die zwei, die versuchen da durchzurushen. Aber es könnte schwer werden. Probieren wir es mal durch die Mitte, wieder über unsere Standardroute. So, Standardroute war glaube ich hier so rum. Nicht durch die Main Hall. Müssen wir außen rum. Da sind viele. Da können wir jetzt durchräumen. Das war cool. Geile Runde, 22 zu 5. Da kann man auch mal wirklich nichts dagegen sagen, meine lieben Freunde. Geiles Gameplay. Richtig gut.